So, willkommen zurück zum Part 2 des Minecraft Mob Tower Tutorials. Und ich würde sagen, wir machen gleich mal weiter. Das erste, was ihr jetzt gleich tun werdet, ist, ihr geht in die Ecke, wo die Mobs dann hinfallen werden und zählt von dieser dann wieder 8 Blöcke weit ab. Denn dort kommen dann wieder 2 Wasserblöcke hin, die die Monster dann wieder abtransportieren werden. Und ja, nach diesen 8 Blöcken baut ihr nochmal 2 weitere Blöcke oder 4 weitere Blöcke ab und 2 Blöcke baut ihr ab, die dann nach unten gehen. Hier kommt dann später ein Raum noch hin, in dem dann die Lava sein wird. Deshalb müssen wir uns erstmal jetzt wieder einen Raum bauen. Und der sollte am besten 2 bis 3 Blöcke hoch sein. Ich würde 3 empfehlen, am besten sogar 4. Ja, nach hinten würde ich entweder 4 oder 5 Blöcke weit bauen. So, wenn ihr mit eurem Raum fertig seid, werdet ihr dort, wo ihr die 2 Blöcke nach unten gebaut oder abgebaut habt, nochmal 2 nach unten bauen und dann diese 2x2 Blöcke noch geradeaus abbauen. Das heißt also, wieder von hier abgezählt, wieder 8 Blöcke geradeaus, denn hier kommen dann auch nochmal 2 Wasserblöcke hin und die werden dann sozusagen eure Items dann zum Endpunkt transportieren. Nach den 8 Blöcken würde ich euch empfehlen, noch einen kleinen Raum zu bauen, damit das Ganze noch ein bisschen schicker aussieht. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch die Treppe nach oben bauen. So, oben angekommen, könnt ihr am besten gleich nochmal runtergehen und eure 2 Wassereimer dorthin setzen. Und ja, denn wir haben ja noch die unendliche Wasserquelle unten in der Höhle, die dürfen wir ja nicht vergessen. Die können wir ja auch noch benutzen. Und deswegen lassen wir das Wasser jetzt erstmal gleich hier. Das wird dann später noch verändert, denn wir müssen das noch einen Block erhöhen, dort wo das Wasser ist. Wir gehen jetzt erstmal zum Punkt, wo die Lava dann später hinkommen wird, aber wir werden durch den Eingang gehen, denn wir müssen ja noch was machen. Und zwar müssen wir unsere Lampen abmachen, denn wenn diese noch da wären, würden keine Monster spawnen und wir wollen ja das Monster spawnen. Also Lampen ab. So, nachdem ihr dann eure Lampen abgebaut habt, holt ihr euch erstmal wieder 2 Wasser, denn die setzen wir jetzt dort in die Ecke hin. So, wir haben jetzt alles gut ausgemessen, das heißt 8 Blöcke und das Wasser fließt wieder perfekt bis zur Kante hin. So, wie ihr das dann mit eurer unendlichen Wasserquelle macht, ist euch überlassen. Ich habe das jetzt erstmal so gemacht, dass ich jetzt die Höhle hier zumache und mich dann von der Seite dorthin grabe. So, das nächste, was wir jetzt machen werden, ist, wir bauen erstmal ein Plateau für unsere Lava. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal 2x4 Blöcke, 2x3 und das an dieser Kante hier. Um diesen 2x3 Plateau werden wir jetzt nochmal das Ganze umranden und diese Umrandung machen wir am besten 2 hoch, damit die Lava natürlich nicht drüber fließt. Jetzt wollen wir aber unsere Lava reinsetzen und da kommen wir natürlich nur ran, wenn wir oben erstmal ein bisschen Platz haben und die Blöcke von oben reinsetzen können. Das heißt, wir graben jetzt erstmal 3 Blöcke an der Seite nach oben. Ich würde am besten aber 4 Blöcke empfehlen.
Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir jetzt erstmal noch das Wasser, was wir unten hingebaut haben, einen Block weiter höher setzen müssen. Denn wenn das nicht so wäre, dann würden unsere Monster jetzt einfach weiterfließen, nachdem sie in die Lava eingetaucht sind. Und das wollen wir aber nicht, wir wollen ja, dass sie dort klemmen bleiben und immer durch das Wasser. Sie sind ja so programmiert, dass sie immer, wenn sie im Wasser sind, nach oben springen. Also, dass wenn sie im Wasser sind, dass sie dann immer wieder nach oben springen, in die Lava rein und sich somit selbst töten. Und so können dann die Items abfließen und ihr könnt sie dann natürlich am Ende dort empfangen und mit denen machen, was ihr wollt. Kommen wir nun zu unseren zwei Schildern. Die zwei Schilder, die sind für die Lava da. Wenn diese nicht da wären, würde die Lava jetzt einfach über diese Kante fließen und unten auf unsere Wasserquelle drauf. Das wollen wir nicht, deswegen bauen wir die jetzt hin. Dann kommen wir nur zur Lava. Die können wir eigentlich direkt in die hintere Ecke dort setzen und die andere dann auch. Das Ganze sollte dann ungefähr so aussehen. Und wenn ihr das dann so gemacht habt, geht ihr am besten erstmal zu eurer Treppe. So, dann sind wir so gut wie fertig. Wir müssen nur noch eine Sache tun, und zwar müssen wir oben den Deckel der Mobfalle zumachen, denn wenn der nicht zu wäre, dann würden bei Tag nicht viel Monster spawnen. Also, zugemacht das Teil und dann sind wir schon fertig. Diese eine Etage reicht natürlich nicht, um jetzt viele Items in kurzer Zeit zu bekommen, aber für den Anfang ist es schon mal gut und ihr könnt das weiter üben und dann immer mehr Etagen bauen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann bitte fleißig liken und abonnieren und dann würde ich mal sagen, haut da rein und wir sehen uns beim nächsten Tutorial.